Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Alive Terraria Hardcore Season 1. Oh ja, im letzten Part haben wir endlich einen Amboss. Und wir haben ein paar Pfeile schon, das ist nice. Und wir wollten auf jeden Fall erstmal gucken, was wir so an Holz haben. Wir haben Holz 40, das ist gut. Das nehme ich mir mal ganz kurz und mache daraus mal was. Ein paar Holzwände. Ach, die gehen ja nur bei der Werkbank, genau. Gut, Holzwände, was ist denn das? Eine Eisentür? Eine Eisentür? Okay. Ich will keine Eisentür, ich will Blöcke. Klebriger Leuchtstab, das kann man auch machen. Okay, interessant. Will ich aber nicht, ich will Holzwände haben. So. Entschuldigung. Da muss ich kurz lachen. So. Denn Holzwände sind wichtig. Unter anderem. Ah, ich habe meinen Timer schon wieder nicht gestellt. Ey, das ist der Wahnsinn, wie oft ich das vergesse. So. Okay. Bin mal gespannt. Das reicht. Ne, das reicht nicht. Ne, das reicht nicht. Schade. Aber okay, man kann ja noch ein paar mehr machen. So, 24, das reicht jetzt aber wirklich. So, gut. Ach, die ganzen Zombies, wisst ihr was? Oh, es wird anscheinend Tag. Nee, doch nicht. Zu Hause ist es am schönsten, habe ich ein Trophäe bekommen. Es wird gar nicht Tag anscheinend. So, dann müsst ihr halt sterben, ist jetzt auch nicht so schlimm. Raus aus meinem Haus. So, ich kann den... Ich wollte gerade sagen, warum kann ich den nicht wegsteppen? Quatsch. Zurückschleudern meine ich natürlich. Gut. Alles klar. Nochmal schnell an die Truhe ran. Und da das Zeug einliefern. Da würde ich mal sagen, gehen wir jetzt dahin. Also in die kleine Höhle. Und dann, ups. Okay, mein Haus kann ich nicht erweitern. Alles klar. Ich mache aber noch schnell was, um es so ein bisschen aufzuhübschen. Oh, man kann sogar einen Metallzaun machen, was man nicht alles machen kann. Oh. Nein, ich habe eine Werkbank gemacht, ich Idiot. Oh Gott, bin ich doof. Okay, alles klar, Moment. Das haben wir auch gleich. Ab im Müll damit. Oh Mann, ich wollte doch keine neue Werkbank machen. Ich wollte doch eigentlich... Oh. Da ist ein fetter Slime. Den gehen wir jetzt einfach mal fett auf die Fresse. Aua. Jawohl, geht doch. Ah, mein Ohr juckt. Ah, das ist ätzend, wenn das Ohr juckt. Das ist richtig ätzend. Sammeln wir mal ein bisschen Holz. Damit wir dann auch mal hier diese komischen Bretter machen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Guck mal kurz nach. Da, die Holzklappen. So, 20 Stück, das ist gut. Die behalten wir einfach mal. Ich weiß, da war gerade ein Slime, aber das ist mir jetzt egal. Denn jetzt geht's erstmal los in ein Abenteuer, mal wieder. Gut, wo müssen wir denn jetzt genau lang? Einfach so nach unten. Was ist denn das? Ist das Eisen? Zinn! Zinn ist auch gut. Gut, wir müssen jetzt aber weiter nach unten. Wird langsam auch ganz schön dunkel hier unten. So, wir gucken mal, wie tief wir sind.
Ja, noch reicht das nicht. Ich kann auf jeden Fall schon mal eine Fackel platzieren. Dann sieht das hier doch ein bisschen freundlicher aus. So, jetzt müsste es aber reichen, oder? So, jetzt reicht's. Gut, dann machen wir das doch mal. Holen wir uns die nächste Truhe. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal. Ah, guck mal einer an. Da ist es ja schon. Das ist gut. Ich frage mich, was da drin ist. Vielleicht mal ein Gegenstand, den ich noch nicht kenne. Obwohl ich diesen einen Trank auch noch nicht kannte. So, na dann. Give it to me. Oh, da sind Wurfmesser drinne, Granaten, Silbermünzen und ein Nachteulentrank. Erhöht die Nachtsicht. Oh, war jetzt kein krasser Fund, aber es war auf jeden Fall ein Fund. Also von daher. Da unten könnte es natürlich weitergehen. Hm. Wollen wir es wagen? Ja, warum nicht? Wir haben noch Zeit. Da unten ist ein fliegender Fisch. Alles klar, was macht denn ein fliegender Fisch hier? Ey, da unten ist es so schön rot. Na dann, komm mal her hier. Und, bam. So. Okay, hier ist anscheinend... Was ist denn das Rote da eigentlich? Da oben ist auch noch eine Truhe. Ah ja, das ist unter dem großen Baum immer der Fall. Okay, doch, das ist schon ganz schön groß. Wir gehen mal gucken, was das Rote da ist. Das interessiert mich jetzt mal. Wie gesagt, ich kenne... Oh, und da ist Erz. Also ist das unser... Hier kann man schneller durch. So. Jetzt bin ich ja echt gespannt, was das ist. Das sieht irgendwie aus wie eine Falle. Weil es gibt ja auch Fallen in Terraria. Ja, das weiß ich. Aber dieses Glänzen da hinten, es zieht mich an. Und ich glaube, das ist Eisen, meine Freunde. Das ist Eisen, das muss Eisen sein. Oder Silber sogar schon. So, jetzt ist es soweit. Wir finden heraus, was es ist. Okay. Man kann es auch nicht öffnen. Vielleicht kann man es ja abbauen. Zinn! Oh! Auch nicht schlecht. Zinn brauchen wir ja. Zinn ist nicht schlecht. Können wir uns vielleicht sogar schon mal ein Zinnschwert machen. Okay, man kann es nicht kaputt machen. Nee, geht irgendwie gar nicht. Okay, also irgendwie geht das nicht. Schade. So, zeig mal, gibt es jetzt hier vielleicht noch irgendwo eine Truhe? Nee. Außer halt da oben noch, unter dem Mammutbaum. Sage ich jetzt mal so. Irgendwie ist das mit der Karte ein bisschen cheat. Also ich glaube, ich würde dann für die nächste Hardcore-Season dann, also wirklich dann noch mehr Hardcore, dass keine Karte vorhanden ist. Das wäre dann ein bisschen extremer noch, finde ich. Da freut man sich auch mehr auf die Truhen. Aber jetzt hier so für den Einstieg, ups, können wir das noch lassen. Ach man, die eine Ecke da oben nervt. So. Gut. Ich würde jetzt keine Holzplatten dafür verschwenden, sage ich jetzt mal.
War der Baum hier schon die ganze Zeit? Ich glaube nicht. Aber wir haben jetzt erstmal eine neue Truhe. Das ist doch schön. So, und Asher ist auch wieder hier. Wir wollten unser Haus ein bisschen weiter aufbauen. Aber dafür brauchen wir ja erstmal Holz. Und da hinten ist auch Holz. Das gehen wir uns jetzt mal auch mal holen. Da ist sogar noch eine Vase. Mit ein paar Kupfermünzen. Falls ich mich nicht gerade verlesen habe. Dann erweitern wir mal ein bisschen unser Haus. Damit da dann mehr Truhen reinkommen. Weil Truhen sind wirklich wichtig. Oh, das da unten mit dem Wasser sieht schon ein bisschen... Das sieht sehr majestätisch aus. Also sehr einladend irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Oh, da hinten ist, glaube ich, wieder Zinn. Okay, haben wir nicht geschafft. Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Oh, fuck. Könnten wir eigentlich mal so einen Leuchtstab hinpflanzen, aber ich glaube, das sollten wir nicht tun. Na. So. Alles, was da drin ist, bleibt da jetzt auch drin. Ah, musste mich ganz kurz kratzen. Ah, mir gefällt es doch am Tage viel, also viel besser. Ist doch viel schöner, hier was zu sammeln. Ich bin doch noch nie auf eine Falle gestoßen. Ich weiß nicht mehr, wie die aussehen, ehrlich gesagt. Und ich will es mir auch nicht spoilern. Ah, die Wolken und alles, das sieht echt schön aus. Nicht schlecht gemacht. Oh, da hinten ist ein Blob. Ich sehe den jetzt schon kommen. Und da auch noch einer. Wir laufen mal ein bisschen. Oh, was ist denn da hinten los? Okay. Ist da hinten Ende der Welt oder was? Nö. Aber da oben ist irgendwas. Was ist denn das da? Moment. Ach, das ist Lehm. Okay. Wozu braucht man denn Lehm? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob Lehm richtig wichtig ist oder halt nicht. Würde mich mal interessieren. Blob, stirb! SpongeBob, Dummkopf. Denn ist noch eine Vase. Ah, das ist alles so... Das ist alles ganz schön verlockend hier. Die Bäume... Aber ich müsste jetzt erstmal in mein Haus wieder gehen und da einen Cut machen. Aber ich will das... Ah, ich will das Zinn ja auch oder was auch immer das sein soll. Zinnerz, Tatsache. Das ist doch schick. Gib es mir, meine ich. Okay, da unten komme ich jetzt gerade nicht ran. Moment. Ah, ich komme da mal noch nicht ran. So. Das reicht jetzt aber auch für die Folge. Uiuiui. Mensch, Mensch, Mensch. Aber es gab halt noch keine richtige Situation, wo ich mir dachte, jetzt verlieren wir richtig krass. Also, das gab es noch nicht. Bin ich auch noch ganz froh drum. Aber in der nächsten Folge erweitern wir dann unser Haus, machen ein paar Truhen rein. Also eigentlich habe ich nur eine Truhe mehr bekommen. Und die zweite holen wir uns in der nächsten Folge und dann bauen wir uns ein bisschen bessere Schwerter und auch ein bisschen bessere Rüstung vielleicht sogar schon. Und dann schauen wir einfach mal weiter, weil die Map ist ja noch ein bisschen groß. Bisschen sehr groß. Und deswegen ja, bin ich schon sehr gespannt, was uns noch erwartet. Weil da unten ist schon Eis, glaube ich. Weil es gibt doch Eis und Wüste und alles. Also bis zum nächsten Part. Ups, schon wieder falsche Taste. Von Let's Alive Terraria Season, Hardcore Season 1. Haut rein, Leute, und ciao.